So, und weiter geht's mit Let's Play Oblivion. Im letzten Part haben wir ziemlich lange darauf gewartet, dass die Grafschaft sich mal dazu genehmigt wird, was auch immer, zu schlafen. Und jetzt müssen wir nur noch versuchen, aus dem Schloss herauszukommen. Ich trinke einfach mal ein bisschen Alkohol und öffne diese Kiste. Au. Au. Ah. Puh. Das war eben ziemlich. Da ist das Zeug drin. In einer durchschnittlich verschlossenen Truhe. Na super. Aber wenigstens gibt es hier Schriftrollen. Damit kann ich mir wieder neue Dietriche kaufen. Okay, ich glaube, die Wache ist gerade dort vorne. Das ist blöd, dass ich kein Leben erkennen Zauber habe. Haltet auf Wow, der boah. Stelle ein, Abschaum. Niemand. Das hat mich jetzt eben ziemlich erschreckt. Zu schade aber. Weil ich Also gerade die Säule gut. angeschaut habe und dann auf einmal Hallo. dieser laute Dialog Einen kam. wunderschönen guten Tag. Und was machen die hier? Naja, auch egal. Wir gehen mal unser Zeug zurückholen. Den Ring haben wir noch. Okay. Habt ihr euch verirrt? Wo ist die Beweistruhe? Okay, die da. Den ganzen Quatsch, den wir von der Wache abgenommen bekommen haben, haben wir jetzt wieder. Und dann würde ich mal sagen, auf zu Adagi. Wir wollen ja auch irgendwann mal hier weiterkommen. Und auf dem Weg ein bisschen Illusion trainieren, damit wir irgendwann den Unsichtbarkeitszauber benutzen können. Der zwar alles viel zu einfach macht, aber mit dem kommen wir wenigstens voran. Okay, da ist sie. An dem Punkt wie vorher auch. Warum nähert sich die Beute mir? Und warum ist die immer so eigenartig? Hat der Jäger meinen Ring? Nee. Mein Ring, dank den Klauen der Clanmutter, ihr habt ihn wiedergefunden. Ihr habt die Belohnung verdient. Die Diebesgilde war stets gut zu Adagis lieben Gefährten. Ich bin dankbar, dass sein Andenken noch immer in Ehren gehalten wird. Okay. Geschickt gejagt. Sie hat ihren blöden Ring wieder. Das heißt, ich könnte mal zu einem Hehler reisen. In Bromar natürlich. Und dann gebe ich die Quest in Braviel ab. Hallo. Huch, da hat eben Hallo. etwas rumgebackt. Und der Typ, den ich suche, ist nicht hier. Ach, das ist ja cool. Der Schnee hat seine eigenen Schrittgeräusche.
Richtig? Einen wunderschönen guten Tag. Da wohnt er, den ich suche. Ihr seid, hi. Onga. Ich bin sehr müde. Ja, du bist immer müde. Mein Lieblingskunde. Was habt ihr denn? Eins davon kann ich verkaufen. Das hier. Ihr seid ein harter Feilscher. Ich denke für den. Und eigentlich das ganze Zeug hier. Ich denke. Das klingt. Ein gutes Geschäft. Okay. Ach, ich hätte auch einfach diesen Trank trinken können, dann hätte ich ja gewusst, wo der die Wache steht. Bin ich. Okay. Und jetzt kann ich die Quest abgeben. Bei Bravil. Ich muss mich immer noch umgewöhnen, dass ich nicht mehr zu Amor gehen muss. Seid gegrüßt. Sondern zu Skriffer. Möge der Segen des Fuchses mit euch sein. Warum fliegt ihr im Moment alles durch die Gegend? Ihr seid zurückgekehrt? Gute Arbeit. Ihr seid wahrhaft ein Gewinn für die Gilde. Ich werde dafür sorgen, dass der Graufuchs selbst davon erfährt. Ich befördere euch zum Wegelagerer. Meinen Glückwunsch! Das ist gut. Und weil wir das letzte Mal zwei Kämpfergildenquests gemacht haben, machen wir jetzt noch eine Diebesgildenquest. Ich habe ein kleines Problem, mit dem ihr mir hoffentlich helfen könnt. Die Gilde wird sogar eine Belohnung zahlen. Die Gilde sollte immer eine Belohnung zahlen. Dieser Armleuchter Hieronymus Lex ist in das Hafenviertel der Kaiserstadt eingedrungen. Kaiserliche Wachen aus der ganzen Stadt lungern in den Straßen herum. Das ist nichts Neues. Hieronymus Lex hat geschworen, nicht eher abzuziehen, bis der Graufuchs gefangen ist. Der Fuchs ist in Sicherheit, aber die Diebesgilde kann so nicht arbeiten. Die Armen im Hafenviertel sind dem Graufuchs wohlgesinnt und werden ihn nicht verraten. Aber irgendjemand wird bestimmt bald gierig werden. Jemand wird bestimmt bald schwach werden. Viele Gildenmitglieder könnten ins Gefängnis geworfen werden. Findet Miss Rethel in der Kaiserstadt. Sie organisiert die Reaktion der Gilde. Okay. Schatten verbirgt den... Freiberuflicher Diebstahl, ja, was auch immer. Und... Dann würde ich sagen, wir reisen nochmal schnell zum Hafenviertel. Um uns anzusehen, wie schlimm die Situation eigentlich ist. Und dann beende ich auch die Aufnahme. Und da hinten habe ich schon Miss Rethel gesehen. Aber ich speichere mal und wir sehen uns dann im nächsten Part.